So, hallo liebe Nadine. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil ich finde deine Geschichte sehr interessant und sehr wichtig, weil du engagierst dich für onkologische Patienten. Aber wie es dazu kam, da möchte ich dich mal bitten, das zu erzählen. Hey, ja, erstmal hallo, liebe Karin. Danke für die Einladung und dass ich heute an dem Podcast teilnehmen darf. Ja, wie kam es dazu? Also, ich fange mal ganz tief in der Geschichte so ein bisschen an. Also ursprünglich komme ich aus dem BWLer-Bereich. Ich bin jetzt mittlerweile oder ich werde dieses Jahr 44 Jahre alt und habe einen wunderbaren Ehemann und ein Kind mit fast 12 Jahren. Und ich wohne hier an der schönen ostfriesischen Nordseeküste und also eigentlich wunderbar gelegen. Und ja, wir sind vor 6 Jahren hier von Dortmund hierher gezogen. Und in Dortmund begann eigentlich mehr oder weniger meine Geschichte. 2011 kam unser Sohn mit einer Ösophagusatresie, das ist eine Speiseröhrenfehlbildung, zur Welt. Und ja, diese Fehlbildung ging mit anderen organischen Fehlbildungen einher. Zog sich eigentlich fast 5 Jahre durch dauerhafte Krankenhausaufenthalte so lang hin. Und wie man das meistens so hat, ändert sich um 180 Grad das komplette Leben. Also das heißt, ich war eigentlich vorher in einem Personal- und Managementunternehmen tätig und seit fast 9 Jahren und dachte, so nach einem Jahr kann ich wieder zurück an meine Arbeit gehen. Aber ja, Pustekuchen, leider war das nicht der Fall. Und ja, so dass mehr oder weniger es dann dazu kam, dass wir uns entschieden haben, auch aufgrund sage ich mal, organischen Verhältnisse unseres Sohnes, dass wir einen Umzug anstreben. Einen Umzug an einen besseren Ort, an einen besser belüfteten Ort, nenne ich es mal so. Also, dass wir ja eigentlich gesagt haben, uns hält in der Stadt nichts mehr und wir wollen unserem Sohn was Gutes tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben innerhalb von einem Jahr dann auch Möglichkeiten gefunden, umzuziehen. Aber kurz vor dem Umzug, also sprich 2 Wochen bevor eigentlich der Umzugswagen kommen sollte, bin ich dann rein vorsorglich zur Untersuchung zur Mammographie gegangen. Und bei der Mammographie stellte sich eben raus, dass da eben etwas nicht in Ordnung wäre. Und die haben mir dann direkt Überweisung ins Krankenhaus gegeben. Und da wurde das natürlich dann dermaßen dramatisiert. Und dann hieß es, ja, da könnte eventuell was sein. Das müssen wir sofort untersuchen. Das heißt, von der Mammographie zur Sonographie zum MRT. Und ja, dann hat sich das innerhalb von 2 Wochen so dramatisiert, dass sie mir solche Angst gemacht haben und gesagt haben, wir müssen sofort in den OP schieben. Das heißt, es wurde eine ja offene Biopsie gemacht und dann stand ich plötzlich alleine da und habe gedacht so, okay, wie geht's jetzt weiter? Keiner klärt dich auf, keiner nimmt dich an die Hand und ja, bin dann wieder nach Hause, bin dann umgezogen, hatte noch meinen Wundablaufschlauch auf der Baustelle hier, der mir dann auch noch rausriss, weil man dann doch sich körperlich betätigt hatte, was nicht so toll war und hatte dann die 2 Wochen Überbrückungszeit bis zum pathologischen Ergebnis. Und das war mehr oder weniger, ich will nicht sagen die Hölle, aber schon ja sehr psychisch belastend und so, dass man eigentlich ja nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, wie ist die Diagnose nachher. Und die Angst begleitete mich erstmal aufgrund der Historie unseres Sohnes. Weiterhin durchzog sich eigentlich wie so ein roter Faden sämtliche Krebserkrankungen in meiner Familie. Das heißt, meine Oma ist an Gebärmutterkrebs gestorben, mein Vater vor, ich glaube, fast 14 Jahren an Pankreaskarzinom, meine Mutter hat vor 5 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen, meine Oma mütterlich und mütterlicherseits und Tante sind auch beide an Brustkrebs erkrankt, die eine, also die Oma sogar verstorben. Und jetzt ganz frisch auch ist auch noch ein Onkel von mir wieder an Pankreaskarzinom erkrankt. Also rein familiär eigentlich von beiden Seiten hochgradig belastet, sodass ich dann eigentlich mit der Diagnose oder eigentlich schon damit abgeschlossen hatte und dachte, okay, jetzt bist du auch mit Brustkrebs betroffen und wie geht es jetzt weiter? Ja, das war eigentlich so meine Geschichte, wie ich eigentlich damit konfrontiert wurde. Und dann sind wir hierher gezogen und dann dachte ich mir so, irgendwie, was muss ich ja machen? Und habe dann mich dazu entschieden, weil ich damals gemerkt habe, dass mir Sport sehr gut geholfen hat, damit klarzukommen, sämtliche traumatischen Erfahrungen damit aufzuarbeiten und habe dann ein Studium zur Sporttherapeutin gemacht. Und habe aber gedacht, das reicht mir irgendwo nicht ganz aus und habe mich dann noch weiter qualifiziert zu einer psychoonkologischen Beraterin, habe meine psychologische Beraterin noch als Ausbildung gemacht. Also ganz viele Qualifikationen, also sämtliche onkologischen Fortbildungen gemacht und habe dann gedacht, ich möchte mich gerne auf diesem Gebiet spezialisieren. Erstmal, weil meine eigene Historie
entsprechend davon betroffen ist und weil ich einfach das Gefühl hatte, es muss sich was ändern. Also gerade Patienten im psychoonkologischen Bereich werden immer noch, ich will nicht sagen schlecht, aber geringfügig betreut. Und das wäre schon besser, dann andere Ansätze zu finden, wo man den Patienten von Anfang an mit an die Hand nimmt, als wenn man komplett allein gelassen wird, sodass man eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wenn der Arzt mit dir da sitzt und bevor die Therapieaufklärung kommt oder die Verdachtsdiagnose, dass man eigentlich im Endeffekt schon jemanden dabei hat, der einem hilft. Obwohl ich sagen muss, ich hatte das damals in der Klinik unseres Sohnes, da hat man uns auch eine Psychologin zur Seite gestellt und da muss ich sagen, ging es mir erst so, da wollte ich erstmal mit gar keinem sprechen, da war mir das erstmal alles zu viel, ich muss es erstmal sacken lassen. Ich glaube, das ist auch hier individuell für jeden Patienten oder Betroffenen, dass jeder das anders sieht, aber genau, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und habe dann mein Unternehmen, das existiert ja schon seit 2017, also ich bin freiberuflich tätig und habe dann meine Firma von NLH Outdoor Training auf NLH Onkologische Bewegungs- und Körpertherapie umbenannt und habe mich eben auf Krebspatienten spezialisiert. Und in diesem Jahr kam mir noch so eine tolle Idee, da habe ich mit einer anderen betroffenen Kollegin zusammen, also die auch an Krebs erkrankt war oder noch ist, habe ich eine Firma gegründet, die nennt sich Onco-Retreats. Das sind, also das sind, Retreat heißt ja eigentlich auch Auszeit und das sind Auszeiten für Krebspatienten, die wir, oder für krebsbetroffene Patienten, die wir denen gerne hier an der Nordsee, ja, zur Verfügung stellen wollen. Das kann man im Anschluss an, nach einer Rehabilitation machen. Muss man aber nicht. Man kann es auch als Ersatz von einer Rehabilitation machen, sodass wir eigentlich versuchen, auf jeden Patienten, sage ich mal, zugeschnitten eine bestmögliche Auszeit geben. Also diese Auszeit, ja, du wolltest, achso, Ja, danke. ich habe so eine Breche. Du bist ja nicht, Brustkrebs, hast du mir im Vorgespräch gesagt, war eine Fehldiagnose bei dir, ne? Habe ich richtig verstanden? Ja, Fehldiagnose nicht, es hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Genau, es ist ja aufgrund der Historie auch gewesen, weil meine Mutter und meine Tante und meine Oma am Brustkrebs erkrankt waren und die Historie lag den Ärzten vor, sodass sie gesagt haben, ja, es könnte eben bei Ihnen auch etwas sein, dass es ein erblich bedingter, ein genetischer Brustkrebs sein könnte. Aber hat sich dann als Fehldiagnose Gott sei Dank herausgestellt. Zum Glück hat es sich dann, genau, aber die Zeit eben bis dahin, die war unerträglich und ich denke, dass es vielen anderen Patienten auch so geht und ja, da wird man einfach noch unzureichend oder also zu wenig darüber aufgeklärt und an die Hand genommen. Absolut. Totales Chaos. Ich bin jetzt seit neuestem Patientenbeirat und da sind verschiedene Vertreter von verschiedenen Krebsarten. Und es geht allen gleich. Es ist leider noch sehr schlecht oder unterversorgt, sagen wir mal so, die ganzen Patientenpfade. Was mich Ja. jetzt auch interessiert, du hast diese Retreats, also was jetzt auch einer der Tätigkeiten ist. Also du hast dich irgendwann spezialisiert, sagst, ich möchte den Krebskranken helfen. Richtig. Aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Familienhistorie. Das finde ich ja schon mal sehr bemerkenswert, weil das muss ja nicht sein, weil das ist ja vom Vertrieb. Und Management, sage ich mal, dann in diese emotionale Arbeit zu gehen, ist ja auch nicht ohne. Richtig. Also war da auch so ein Urding, wo du gesagt hast, du wolltest eh immer was Soziales machen oder ich weiß, wie das ist in der Wirtschaft. Ich habe selbst in der Wirtschaft gearbeitet. Das ist immer Gewinnen, das ist Ja. Funktionieren, etc. pp. Ich bin ja auch durch meine Krankheit quasi Ja. erleuchtet worden. Und da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ja. Was war denn richtig dieser Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich das? Ja, also ausschlaggebend war unser Sohn. Also alleine schon der Umzug hierher war schon eine Erleichterung. Also es war wie so ein Stein, der mir vom Herzen fiel. Dieser ganze Stress, der in der Stadt existiert. Und ich bin ja zwischenzeitlich dann auch wieder arbeiten gewesen in der Elternzeit, also nachdem die Elternzeit vorbei war, so rum. Und habe auch für mich gemerkt, ich kann in diesem Umfeld nicht mehr arbeiten. Alleine mit diesen Menschen kann ich nicht mehr arbeiten. Also nichts gegen meine Arbeitskollegen, die waren super. Aber es hat einfach nicht mehr zu mir gepasst und es hat sich wahnsinnig in mir viel verändert und wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr meine Zukunft oder meine Vergangenheit. Also ich habe ja in großen Unternehmen wie Bosch gearbeitet und das ist natürlich, wie du schon sagst, also gerade im Vertrieb, das ist eben immer viel Umsatz, also immer auf Leistung, Umsatz und dann im Team und also das ist immer so, das war nicht mehr meins und es wäre auch nicht mehr realisierbar gewesen mit einem Kind mit Pflegegrad 3. Also von daher war eh ein Umdenken nötig und
das erste Jahr, wo wir hierher gezogen sind, brauchte ich dann erstmal die Pause. Das heißt, die Auszeit habe ich mir dann wirklich auch genommen und habe gesagt, ich muss erstmal runterkommen, ich muss das für mich erstmal sacken lassen, ich muss das selber für mich aufarbeiten, ich muss damit erstmal zurechtkommen. Also eigentlich kann man ja das wirklich schon so nennen, ich habe ja eine Traumatisierung erlitten als Mutter, sowohl mein Kind, sowohl ich, sowohl mein Mann. Also das ist natürlich schon für Familien sehr belastend. Und dazu kamen dann eben noch die wiederholten Krebserkrankungen. Das heißt, mein Vater ist ja schon vor unserem Sohn verstorben. Meine Mutter ist dann, während wir hier hochgezogen sind, an einem Brustkrebs erkrankt. Und das hat für mich einfach dieses Umdenken auch gebracht. Und es war einfach da. Es hat sich in mir so hochgearbeitet und habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen in der Richtung. Und Sport ist immer eine gute Möglichkeit, also irgendwie mit Bewegungen Sachen aufzuarbeiten. Das habe ich gelernt. Ich habe verschiedene Fortbildungen auch im Bereich von Traumatisierung gemacht, also Traumata aufarbeiten. Und es läuft eigentlich immer wieder aufs Gleiche raus, dass egal welche Art von Achtsamkeit, von Entspannung, von Bewegung immer wieder mit da reinfließen. Und das war eben so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt gehe ich nochmal speziell auf dieses Thema ein. Und mein Mann und ich, wir haben auch in den letzten Jahren zwei Vereine gegründet, weil wir auch gemerkt haben, dass eben dieser Ansatz, was traumatische Erfahrungen angeht, einfach ein guter Ansatz ist. Und wir haben eben hier in Ostfriesland zwei Vereine, da geht es um traumatisierte Kinder gegründet. Also das heißt, das sind zwei gemeinnützige Vereine, wo wir uns mit unserem Team zusammen, um die Kinder kümmern. Und also von daher war das einfach eine Herzensangelegenheit, wo ich gesagt habe, jetzt spezialisiere ich mich noch einmal darauf. Ich muss dazu sagen, ich bin noch momentan noch im Studium. Also das heißt, ich mache noch meine Psychologin hinterher. Also wo ich denke, muss man aber mal fertig werden mit Lernen. Aber ich sage mir, nein, diesen ganzen Input, das, was ich lerne, möchte ich gerne an andere Menschen weitergeben. Und es hat sich einfach so dieses Helfer-Syndrom auch entwickelt. Ich weiß nicht warum. Also früher in der Stadt war es einfach so, da hat man so gelebt und hat so seinen Job gemacht und hat Geld verdient und hat so seine Familie ernährt. Und ich glaube, wenn man selber einmal auch betroffen war oder diese Ängste nachvollziehen konnte, ist das natürlich ein ganz anderes Empfinden als jemand, der vielleicht noch nicht in dieser Lage war. Und das lässt uns ja dieser Gemeinschaft auch so zusammenwirken. Also gerade von Betroffene für Betroffene. Und von daher sind dann eben doch diese Onko-Retreats entstanden, wo ich gesagt habe, es passiert einfach nach der Rehabilitation zu wenig. Die Menschen kehren zurück nach Hause, sie fallen in ihr Loch. Und die leben wieder mit der Angst, erneut erkranken zu können. Man weiß ja selber, es ändert sich einfach alles im Leben. Es ist nicht mehr wie vorher. Und von daher sollen diese Retreats einfach die Menschen, sollen denen eine kurze, gute Auszeit geben. Und wir haben momentan, also wir sind auch dabei, nochmal einen eigenen Verein zu gründen, um das finanziell auch aufzufangen für die Betroffenen. Wir haben Projektanträge bei den einzelnen Krebsgesellschaften gestellt, um das den Patienten auch finanzieren zu können, weil man weiß selber auch, also eine Krebserkrankung kann auch finanzielle Schäden in der Familie verursachen, also dass man da auch finanziell einfach nicht mehr, weil man hat die Verdienstmöglichkeiten nicht mehr, man kann nicht mehr in seine alte Arbeit zurückgehen und um da das auch entsprechend oder den Patienten zu ermöglichen, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sind wir diese Wege auch noch eingegangen. Toll. Also man sieht, du hast einen ganzheitlichen Blick. Also, ja. Du denkst an alles und das bist du ja vorhin, bevor ich dich unterbrochen habe, auch stehen geblieben, dass ihr verschiedene Krebsarten ja unterstützt, also bei euren Retreats. Ich vermute mal, die muss man selber bezahlen, das übernimmt nicht die Krankenkasse, oder? Richtig, genau. Das ist immer so ein bisschen das Problem, die Beantragung. Ich kenne es von meinen Sportkursen noch, da steckt ein langes Antragssystem dahinter. Die werden immer kleinlicher bei dem ZPP, das sind ja diese Gesellschaften. Man kann es auch bei der Rentenkasse versuchen einzureichen, aber das ist natürlich immer ein sehr langes Prozedere, wo ich eigentlich der Meinung bin, es gibt Möglichkeiten, wo man schneller finanziellen Zuschuss bekommen kann. Wir haben jetzt auch eine Spendenaktion für die Onko-Retreats nochmal ins Leben gerufen über Better Place, wo man eben für die Betroffenen spenden kann, um da Spendengelder zu sammeln. Normalerweise ist es so, dass es selber finanziert werden muss, diese Retreats. Wir haben aber auch gemerkt, einfach aus dem Grund, dass es eben schwierig wird, also dass eben nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten hat. Und ich habe mit ganz vielen Leuten auch persönlich gesprochen, mit vielen Betroffenen, und die haben auch gesagt, das ist so toll, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und dann klingelt das wieder im Kopf und ich sagte, okay, da müssen wir gegensteuern und das so schnell wie möglich, um da entsprechend Abhilfe zu schaffen. Das sind ganzjährige Retreats, also da ist unabhängig, welche Krebserkrankung der Betroffene hatte. Die bekommen von uns ein großes Paket,
also mit an die Hand, also nicht nur Workshops, sondern von Meditation bis Achtsamkeit, also Watt für die Seele nennt sich das. Dann wir haben Entspannungsmöglichkeiten, die Patienten oder die Betroffenen werden psycho-onkologisch betreut. Es wird eine vierteljährliche Nachbetreuung kostenfrei noch erfolgen nach den Retreats. Genau, also das ist eben wirklich ein sehr groß gepacktes Paket, weil ich selber bin auch in einer Rehabilitationsklinik tätig gewesen und weiß, wie die Kliniken arbeiten und weiß auch, dass es leider nicht mehr so viel an Anwendungen gibt für die Patienten, was eigentlich nötig wären. Und es gibt immer so diese festen Standardprogramme und von daher, wenn man auch so ein bisschen weiß, wie die Abrechnung in diesen Reha-Kliniken erfolgt, dann kann man da auch so ein bisschen, steigt man auch so ein bisschen hinter und weiß eben, dass man etwas Besonderes anbieten möchte, einfach sich von den Reha-Klinik nochmal abzuheben. Ja, sehr wichtig. Ja, das ist leider so. Also meine Reha-Kliniken sind ein System, das sind Angestellte. Dann ist was anderes, wenn man das aus eigener Motivation macht und sein eigener Chef ist. Ja. Zwar aufwendiger, das beschreibst du ja alles. Ich würde das auch gerne alles verlinken, wenn du mir die Links dann später schickst, Gerne. dann die Shownotes. Jetzt, wie groß sind denn die Gruppen und wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die Altersspanne ist ja auch unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich auch schon oft gehört, und ich bin deswegen auch nicht in die Reha gegangen. Da bist du, also für Lungenkrebskranke gibt es sowieso, da gibt es was Spezielles, aber du bist nur unter alten Menschen, nichts gegen alte Menschen und ich habe nichts gegen die, aber wir sind als junge Menschen oder jüngere, gut, ich bin so dazwischen, Ja. in einer anderen Situation. Wir haben kleine Kinder, wir sind noch mitten im Leben oder wir haben keine Kinder und wissen nicht, ob wir noch Kinder kriegen können. Also nicht wir, sondern jetzt die jungen Betroffenen oder Ja. für Brustkrebskranke gibt es da ja was, auch mit Kinderbetreuung, aber alle anderen Krebsarten sind ja außen vor. Also wie managt ihr das denn und wie sieht das bei euch aus? Genau, also wenn sich jemand für unser Retreat interessiert, dann finden erstmal Vorgespräche statt. Das heißt also, weil da sind ja erstmal ganz viele Fragen, weil ähnlich wie du es gerade gestellt hast, sind da jetzt etwa alle vom Alter her gleich, sind das die gleichen Krebserkrankungen. Also unsere Gruppen, die wir haben, sind auf 6 Teilnehmer beschränkt pro Retreat. Also das heißt, um wirklich jeden individuell auch abholen zu können und genau, also sehr intensiv persönlich betreuen zu können. Wir machen keine Unterschiede, welche Krebserkrankung es gibt. Uns ist es wichtig, dass eigentlich die Betroffenen sich auch untereinander austauschen können. Und im Vorfeld wird natürlich abgecheckt vom Alter her, mit Familie. Also das heißt, wir bieten zum Beispiel die Retreats nicht mit Übernachtungsmöglichkeiten an, sind aber bei den Krebsgesellschaften oder bei den einzelnen Förderern mit eingereicht worden. Das heißt, die Kosten für die Übernachtung, also für die Übernachtungsmöglichkeiten, weil auch bei jedem Patienten oder Betroffenen ist es ja auch individuell. Der eine möchte gerne sein Haustier mitbringen, der andere möchte gerne seinen Partner mitbringen, weil er sagt, ich brauche dich zur Stütze an meiner Seite. Oder wie du schon sagst, manche haben kleine Kinder, die möchte ich vielleicht auch mitbringen. Also das heißt, wir kennen mittlerweile auch so viele, oder wir sind sehr gut vernetzt hier in Ostfriesland, wo man auch Möglichkeiten hat, was Kinderbetreuung angeht, was, sag ich mal, Übernachtungsmöglichkeiten kostengünstig angeht. Also, dass wir da auch entsprechend unterstützend zur Hand gehen, dass wir nicht nur sagen, hier sind jetzt die Retreats, ihr müsst euch selber kümmern, sondern dass wir wirklich den Betroffenen auch da in die Hand nehmen, abholen und auch entsprechend erklären, wie laufen diese Retreats ab, was sind die Inhalte der Retreats, und dann können sie immer noch entscheiden, möchten sie daran teilnehmen oder nicht. Das ist spannend, weil dann geht ihr halt sehr individuell auf die Patienten ein. Und das ist ja wichtig. Richtig. Dafür ist ja im ganzen Klinikalltag Genau. und Reha-Alltag eben Ja. nicht viel Zeit. Genau, Also und das war ja eigentlich auch so. wer sich die Zeit nimmt, ja, das kenne ich ja alles. Genau, und das war ja eben so einfach die Idee, weil die Erfahrungen da sind. Ich habe mit ganz vielen Patienten schon gesprochen und viele haben immer gesagt, ja, ich würde mir das noch wünschen oder ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr oder mir gefällt die Gruppe nicht. Also es sind genau eigentlich diese Aussagen. Und das ist eben einfach so, dass diese Standardrehabilitation, die einem quasi in Anführungsstriche, wenn überhaupt zustehen, das hat ja nicht jeder Anspruch auf eine Reha, das kommt ja noch mit dazu, dass sie dann eben nicht personalisiert oder individualisiert sind, sondern dass sie wirklich immer nach Schema F ablaufen. Und das ist eben das Problem, warum viele einfach aus der Reha auch wiederkommen und sich nicht erholt oder nicht vernünftig betreut gefühlt haben. Absolut, kenne ich genügend. Also viel Geld wird dafür ausgegeben, aber du Genau. bist ja auch am Wochenende dann so allein. Das ist Ja. ja auch ein großes Problem bei der Reha. Und nee, also für viele ist es wirklich so, das war Stress. Ja, genau. Und das wollen wir eben. Kann man nicht schön reden.
Das stimmt, ja. Aber so ist nun mal leider unser System und da werden wir erstmal wahrscheinlich in dieser Zeit nicht viel daran ändern können. Aber umso schöner ist es ja, wenn man dann eben zusätzliche Angebote schaffen kann. Und ich muss dazu sagen, wir haben keine medizinische Betreuung dabei. Also das ist definitiv, das muss an jedem auch klar sein. Aber gerade um den Patienten neben der normalen, sage ich mal, oder sag ich mal, neben der Schulmedizin auch was Alternatives anbieten zu können, weil egal, ob das jetzt Entspannungsverfahren sind, egal, ob das jetzt, ich weiß nicht, manche arbeiten mit ätherischen Ölen oder wie auch immer, das sind eben Möglichkeiten, was man dem Patienten dann in die Hand geben kann. Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch persönlich sehr wichtig, die Patienten auch im Nachgang zu betreuen, sag ich mal, zu fragen, wie ist es dir ergangen, was können wir dir noch Gutes tun, damit sie da auch nichts weiter tun können, sondern dass sie wissen, sie halten den Kontakt zu uns. Und das können sie dann auch untereinander machen, wenn die Gruppe sich gebildet hat, das können sie dann selber entscheiden oder sie halten zu uns zu, Kontakt. Und deswegen erfolgt eben diese vierteljährliche Nachbetreuung dann eben kostengünstig oder kostenfrei eben mit dazu. Also, dass man dann wirklich auch guckt, hat das was gebracht? Es ist ja für uns auch ein Feedback im Endeffekt, was wir uns einholen wollen. Aber sind wir genau auf dem richtigen Weg mit unseren Inhalten? Müssen wir in den Inhalten vielleicht noch was umstellen? Können wir da vielleicht noch ein bisschen was verbessern? Also, das ist ja für uns auch im Endeffekt wichtig. Wenn jetzt drei Patienten oder Betroffene sagen, das hat mir nicht so gefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das vielleicht beim nächsten Mal oder dass das vielleicht, wenn man was anderes reinpackt, besser gestaltet werden kann. Und von daher ist es Wo uns. sind denn die Retreats? Also wie viele Leute sind das? Und ihr macht das ja nur zu zweit, mit eurem Netzwerk dann halt. Genau, richtig. Wo sind die und wie kann ich es mir vorstellen, wo trefft ihr euch denn dann? Also wenn jetzt alle unterschiedlich untergebracht sind und Genau, wo also sind wir versuchen die das, alle also dran? das findet ja bei uns in Norddeich statt. Also das heißt, es ist ja wirklich direkt am Deich vorne oder zumindest am Wasser. Und wir versuchen das recht zentral zu halten. Deswegen sind die Retreats auch sehr klein. Und wir versuchen natürlich, wenn die Betroffenen zu uns kommen, anreisen, dass wir wirklich versuchen, Unterkünfte zu finden, wo sie so ein bisschen in der Nähe sind. Also wo sie keine Anfahrtswege weit haben, wo sie zu Fuß hinlaufen können und wo wir uns auch wirklich dann, sage ich mal, auf dem Ort beschränkt dann ja, treffen können. Und wir haben einen Seminarraum, wo das eben mit angeboten wird. Also gerade was so die und auch zumindest zum Beispiel auch einen geschlossenen, sag ich mal, Safe Space für die psycho-onkologische Beratung. Also wenn sich dann, also es ist kein Muss, es ist eine zusätzliche Unterstützung für die Patienten, für die Betroffenen, dass sie dann mit mir sprechen können. Und ansonsten findet auch vieles Outdoor statt. Also gerade die frische Luft ist ja wichtig. Watt für die Seele, sagt ja der Name schon. Also das heißt, wir sind da direkt im Watt, um da quasi Achtsamkeitsübungen zu machen. Also wir haben Entspannungsübungen dabei, wir haben Qigong dabei, wir haben autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, was wir nicht machen, was so typisch eigentlich auch mal ist, Yoga. Also das ist nicht so meins. Also da haben wir auch gesagt, wir wollen ausschließlich mal kein Yoga anbieten. Wir wollen wirklich diese älteren Verfahren wie progressive Muskelrelaxation, autogenes Training anbieten. Jeder muss sich natürlich mit gewissen Entspannungsverfahren identifizieren. Das ist natürlich immer richtig. Es sind lernende Verfahren, aber dafür ist es ja da, dass eben jeder sich so ein bisschen was rausgreifen kann. Und das ist eben wirklich ein vorgepacktes Paket. Das heißt, die Leute reisen freitags an. Das sind erstmal nur 3 Tage. Wir sind noch so ein bisschen am Ausbau, ob wir das auch ein bisschen verlängern. Aber an dem Tag, wo die Leute ankommen, meistens nachmittags, dann haben sie erstmal die Möglichkeit, ihre Unterkunft zu besuchen. Dann treffen wir uns, dann ist ein gegenseitiges Kennenlernen und dann haben wir wirklich ein durchstrukturiertes Programm, wo sie dann von morgens an betreut werden bis zum Sonntag, wo wir uns dann gemeinsam wieder verabschieden. Also, dass natürlich auch genügend Luft noch zwischendurch bleibt, um nochmal die tolle Nordseeluft einzuatmen, damit nicht, sag ich mal, Stress, dass ein Stress ausartet, aber dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Also Müsste man quasi fast schon mit dem Urlaub verbinden. Also wenn man zum Beispiel nicht aus dem Norden kommt, sondern aus dem Süden wie ich, also müsste man dann gleich verlängern, ne? Oder genau, ja. deswegen ist es uns ja auch vorher wichtig, dass wir sagen und dass wir vorher die Vorgespräche führen, um da genau drauf einzugehen, um auch dann dem Patienten oder den Betroffenen nochmal zu sagen, was erwartet dich, wie lange geht das Retreat und wie gesagt, es sind ja momentan erstmal so diese Anfangsstadien. Wir sind ja dieses Jahr erst neu gegründet worden und wir gucken mal, wenn natürlich jetzt wie du, die aus dem Süden kommst, sagt, oh, ich könnte mir das vorstellen, auch mal eine Woche zu bleiben, dann kann man natürlich auch schauen, ob man Retreats für eine Woche anbietet. Ne? Also das ist ja dann auch immer, genau. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass jetzt eben erstmal diese ganzen Anträge an Unterstützer, an Förderer rausgehen und die Idee kommt wirklich gut an. Also man merkt das auch, dass es auf sehr positive Resonanz stößt. Nur ist es natürlich dann eben auch für die, damit, also uns ist es wichtig, dass wir auch die Betroffenen abholen, die sie eben finanziell sich nicht leisten können, damit die nicht hinten überfallen. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Und das ist dann auch wichtig, dass man das gemeinsam mit den einzelnen Krebsberatungsstellen oder Gesellschaften dann auch entscheidet, für wen
oder wem würde es gut tun, weil wir kennen die Leute dann im Vorfeld nicht persönlich, aber dass man das dann mit den einzelnen Bundesländern auch entsprechend dann gemeinsam entscheidet. Das ist ja alles ein sehr hoher administrativer Aufwand. Schafft ihr das echt noch zu zweit? Also ihr Ja, müsst also genau, besorgen, wenn Beratung vorher, Nachberatung. ja, das stimmt. Also ich sag mal, man muss es eben, ich sag mal, was so die Kosten fürs Personal angeht, da nehmen wir uns jetzt erstmal raus, weil das ist eine Herzensangelegenheit, was wir eigentlich ins Leben gerufen haben. Und darum geht es uns erstmal, um erstmal das ans Laufen zu bekommen. Es geht nicht darum, dass wir damit riesenwirtschaftlichen Gewinn also rausholen wollen, sondern wir wollen wirklich etwas schaffen, was noch keiner geschaffen hat und wo es wirklich auch bei den Patienten und bei den Betroffenen ankommt. Und ich komme, wie gesagt, aus dem Vertrieb und ich weiß, was da man an Vorarbeit dahinter steckt, aber es ist Arbeit, die einem Spaß macht und man merkt ja auch das Feedback und man bekommt ja das Feedback mit, wenn man drüber spricht. Also ich bin auch ganz viele onkologische Praxen, onkologischen Kliniken angegangen in ganz Deutschland und die haben sich jetzt auch unsere Flyer zuschicken lassen. Wir haben extra Mappen kreiert, um dort auch, oder wir haben angeboten, Präsentationen, Online-Präsentationen zu machen, um dann die Inhalte unserer Retreats vorzustellen. Also es ist natürlich viel, viel Arbeit im Vorfeld, aber irgendwann wird es vielleicht fruchten, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich hoffe es zumindest, dass es auch zumindest dann bei den Betroffenen gut ankommt. Und Sinn und Zweck ist ja auch dann, dass die Ärzte wissen, dass es so etwas gibt und dass sie dann das auch an ihre Patienten weiterempfehlen können. Absolut. Nur, dass ihr nicht auf einmal zu viel Ansturm habt. Ja. Also das klingt ja schon sehr aufwendig für zwei Mann, dadurch ganz Deutschland vorzustellen. Gut, ihr habt die Echt. Präsentation, da musst du ja auch mal das richtige Personal finden. Genau. Aber nein, sonst bleibt ihr klein. Muss ja nicht, wir kommen ja beide aus der Wirtschaft, immer dieses noch mehr, weil dann landest du wieder da, wo du angefangen hast, wenn das zu groß wird. Muss man auch ganz ehrlich sein. Da doch lieber so diese Franchising so ungefähr, wenn Genau, das. also wichtig ist ja, dass man nicht zu groß wird. Also wir haben natürlich noch also einige Kollegen, Physiotherapeuten, Schlafmediziner. Wir sind natürlich ein großes Netzwerk und man hat immer die Möglichkeit, auf Leute zurückzugreifen, die man persönlich gut kennt, wo man die Arbeit auch zu schätzen weiß. Ich habe selber bei mir früher in meinem kleinen Studio mit einer Physiotherapeutin zusammengearbeitet, die für Stressmanagement zuständig ist. Also das heißt, wir haben schon einige Fachkräfte zusätzlich noch mit, aber wir haben gesagt, wir starten erstmal klein, weil wir wollen eben wirklich jeden individuell abholen. Wir wollen nicht diese Masse wieder schaffen, sondern wir wollen eben wirklich spezialisiert auf die Patienten oder auf die Betroffenen eingehen. Und deswegen ist es eben, um uns von diesen Reha-Kliniken abzuheben. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten erstmal klein. Wir wollen die Gruppe auch gar nicht größer machen. Man kann überlegen, ob man vielleicht noch zusätzliche Retreats im Jahr mit anbietet, aber wir haben es jetzt einfach erstmal auf die, sag ich mal, so gelassen, um zu schauen, wie die Resonanz ist und wie es ankommt und ob wir Unterstützung bekommen und Förderer bekommen. Also ihr habt im Internet feste Termine und da gibt es dann Vorgespräche. Genau. Bezahlung ist individuell oder der Preis oder ist der fest? Naja, also der Preis ist fest, also diese 400, also diese Retreats kosten dann von Freitag bis Sonntag 444 €. Da ist jetzt noch keine Übernachtung und keine Verpflegung mit drin. Genau, also bei den einzelnen Gesellschaften, also die Förderanträge, die wir gestellt haben, da haben wir jetzt Anträge gestellt inklusive Übernachtung und Verpflegung, also dass es so einen Pauschalbetrag für diejenigen gibt. Genau, und weil wir auch festgestellt haben, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wie du selber auch sagst, für manche ist ein Hotelzimmer nichts, die möchten lieber gerne auf dem Campingplatz. Also wir haben einen super Campingplatz, da haben wir mittlerweile so kleine Chalets, die dort gebaut wurden, was eben auch einfach kostengünstiger ist. Wir haben nette Pensionsvermieter bei uns im Netzwerk mit drin, die sagen, ich mache dir dann einen guten Preis. Also dass man dann sagt, also oder manche wollen eben einfach einen Hund mitbringen, manche wollen ihre Familie mitbringen, die brauchen dann eine größere Ferienwohnung. Also es ist ganz, ganz individuell die Bedürfnisse der Einzelnen und je nachdem, was sie vielleicht auch noch für medikamentöse Versorgung haben, wo sie vielleicht noch eine Wundversorgung haben, das weiß man alles immer nicht, möchte jeder eben auch einfach vielleicht einen kleinen Rückzugsort für sich haben und möchte nicht in so einem großen Hotel untergebracht sein, wo dann die Leute vielleicht komisch gucken oder wie auch immer. Also das ist dann eben. Deswegen haben wir gesagt, das mit den Übernachtungen kann sich jeder selber aussuchen. Wir unterstützen sehr gerne dabei und gucken, dass man eben eine kostengünstige, aber auch eine schöne Übernachtung findet. Also, und das ist das Gute, dass wir so ein großes Netzwerk haben und die Leute alle auch kennen. Und, wir sind jetzt keine Riesenmetropole wie Dortmund oder wie wie Düsseldorf, wo wir so viele Einwohner hier haben. Das heißt also, das ist dann ganz gut, dass man dann viele Leute auch kennt. Ja, klein und fein hatte ich gerade eingeworfen. Genau. Also nicht ohne. Also klar, das ist das, was man braucht. Der Preis geht ja fast. Klar, die Unterkunft, wie du sagst, wenn ihr noch soziale Pensionsbesitzer habt, ich meine, Nordsee ist ja auch viel Tourismus. Gut, im Winter ist vielleicht leichter oder im Herbst, aber Ja, also Sommer wird dir wahrscheinlich nichts an, gell? Das ist ja da überlaufen.
Ja, es kommt drauf an. Also viele reisen nach Norderney. Also die sind dann weniger auf dem Festland. Und ich sage immer so, das Gute ist, wenn man Hotelbesitzer kennt und Pensionsbesitzer, wenn die wissen ja im Vorfeld die Termine auch. Und wenn wir wissen, dass der Antrag entsprechend ist, dann kümmern wir uns natürlich rechtzeitig oder vorzeitig. Es gibt auch welche, die kommen sogar mit einem Wohnmobil. Die sagen, ich bringe meine eigene Wohnunterkunft mit. Also ist auch schon da gewesen. Und ja, also ich denke, da muss sich derjenige keine Gedanken drüber machen, dass er keine Unterkunft findet. Ich habe auch noch ein Gästezimmer, was ich gerne mit anbieten kann. Und habt ihr eine individuelle Kinderbetreuung? Das gibt es wahrscheinlich noch nicht. Das müsste erstmal im Aufbau sein, ne? Ihr fangt erstmal Richtig. klein an und dann muss man schauen. Ja, also die Möglichkeit gibt es auf alle Fälle. Wir haben Tagesmütter da, wir haben, also meine Mutter ist zu uns an die Nordsee nachgezogen, das ist ganz wichtig, witzig. Also von daher, ich weiß ja, wie es mit Kindern ist. Und von daher, wir sind ja, wechseln uns ja auch mit unserer Arbeit ab. Das heißt, da bräuchte die Familie sich keine Gedanken machen. Gerade bei Alleinerziehenden ist es manchmal schwierig, dass man dann eben als Mutter oder als Tagesbetreuung mit einspringt, und das ist alles handhabbar und handelbar. Also da muss man kein Riesendrama draus machen. Und Kinder sind was Tolles. Also von daher kann man nur aus eigener, bisher selber, auch selber Mutter. Von daher, dann geht man ja doch mit einem ganz anderen Denken ran. Und es gibt immer Leute, die zusätzlich sich auch hier oben noch Geld verdienen wollen und unterstützen wollen. Und da auch daran soll es nicht scheitern. Schön, habe wirklich an alles gedacht. Ja, Ja, super. also so ein Du hast dich jetzt Rundum-Paket. also ganz der Onkologie verschrieben, kann man sagen. Also das ist jetzt dein Lebensprojekt, gell? Richtig, ja. Genau, Wow. jetzt habe ich ja gesagt, bevor ich mal in Rente gehe, wie gesagt, mit 44, das dauert ja auch noch eine Weile, aber es ist eben so ein Thema, wo ich so denke, erstmal, weil es ein Herzensprojekt ist, weil der Schalter sich im Kopf so absolut umgelegt hat und weil man auch merkt, auf was für eine Gemeinschaft man stößt. Und was mir auch noch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn vielleicht diese spezielle Erkrankung, also diese spezielle Krebserkrankung, was Brustkrebs bei mir in der Familie vertreten war, ist es auch mir sehr, sehr wichtig und eine Herzensangelegenheit, auch mit über oder auch andere Krebsarten einfach viel mehr in den Fokus zu stellen, weil es gibt nicht nur Brustkrebs, es gibt auch Pankreas, es gibt Lungenkrebs, es gibt Darmkrebs, es gibt Nierenkrebs, es gibt so wahnsinnig viele Krebsarten, Kinder erkranken an Krebs, was absolut schlimm ist und die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Und von daher ist es einfach, ich glaube, dieses ganze Thema, darüber zu sprechen, also diese Stigmatisierung, das muss einfach aufhören und man muss einfach viel mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und es wird schon wahnsinnig viel gemacht von ganz vielen Gesellschaften und viele tragen das nach außen hin. Aber ich finde immer, auf der einen Seite ist es ein sensibles Thema, es ist immer noch eine Erkrankung, es erkranken immer noch jährlich knapp 500.000 Menschen an Krebs und es gibt für viele Krebsarten noch keine Heilungsmöglichkeiten. Aber ich finde einfach, je mehr sich Menschen zusammenpacken, die wirklich hinter dem Thema stehen, also wo es dir nicht nur um irgendwelche Follower oder um irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit geht, sondern dass es einfach darum geht, hallo, wir arbeiten alle gemeinsam, du hast die Erkenntnis darüber, du hast das Fachwissen darüber und du bist selber davon betroffen, dass man das einfach bündelt und entsprechend dann, ja, das raus in die Öffentlichkeit trägt und dann vor allen Dingen auch die Betroffenen an die Hand nimmt. Also, und ich finde das Schöne einfach, von und für Betroffene ist einfach super, eine super Sache. Ja, guter, schöner, empathischer Ansatz. Kennst du Yasmin Cancer? Ja, kenne ich schon, ja. Ja, weil die kommunizieren ja jetzt anders und moderner. Da kannst Ja. du dich ja vielleicht auch mal melden. Vielleicht kannst du dich da auch mal einbringen. Oder einen Stand da mal auf der. Hatte ich schon gemacht, also ich bin mit Yes We Cancer schon in Kontakt getreten. Also die haben ja jetzt, glaube ich, in Berlin eine große Veranstaltung diesen Jahr noch. Und ich finde das auch ganz toll, was zum Beispiel dieses Magazin Kurvenkratzer, was die machen. Also die versuchen das ja so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, ja doch, die versuchen das ein bisschen mit Humor zu sehen. Und das finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Also es sind gute Fachartikel, gute Posts mit dabei, tolle Blogger. Also wenn du siehst, weil das sind ja auch alles Betroffene, die selber auch schon mal an Krebs erkrankt sind. Und also ich finde es, es gibt eine große Community, man muss sich erstmal so ein bisschen vorarbeiten und man muss gucken, wer was macht und wo wer agiert. Ich bin selber auch in der Arbeitsgemeinschaft für Psycho-Onkologen, bin Mitglied bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Das heißt also, ich versuche auch da so ein bisschen, unter anderem auch für mein Studium, so ein bisschen auch diese wissenschaftliche Schiene zu verstehen, beziehungsweise mich da reinzuarbeiten, auch mitzuarbeiten, was eben die psycho-onkologische Versorgung in Deutschland angeht, weil man gerade im ländlichen Raum auch merkt, es ist entweder nicht da oder keine Zeit oder keine Kapazitäten. Und von daher, dass man vielleicht auch, wenn nicht viel, aber ein klein bisschen dazu beitragen kann, dass sich was ändert. Super, ja, ich sage ja auch lieber einen Tropfen auf dem heißen Stein als gar keiner. Das Und ich stimmt. kenne das auch mit Herzblut und
Du hast da auch was Wichtiges angesprochen, ländliche Versorgung, also in Bezug zum Beispiel auf Lungenkrebs, das ist ein Beispiel, da weiß ich das, aber es wird bei anderen Krebsarten genauso sein. Die wissen ja viel jetzt nicht. Molekulare Diagnostik ist für viele Onkologen nicht selbstverständlich und es ist lebenswichtig, weil überhaupt, das ist schon wichtig, auch im Kleinen wirklich aufzuklären und anzufangen. Ländlicher Bereich gerade, definitiv. Super, toll, finde ich super. Ich sag ja, ich hatte ein richtiges Näschen. Also voll dabei, ja, weil du das auch so, das ist nicht so businessmäßig, wirklich aus dem Herzen heraus. Und klar, Geld verdienen muss man auch, aber dass du dich auch parallel gleich, das ist ja alles total hoher Aufwand, auch dran denkst, so, das kann sich nicht jeder leisten. Das ist ja keine exklusive Sache. Das ist, rechne ich dir hoch an. Also das vergisst man nämlich wirklich, wie viele durch die Erkrankung, natürlich gibt es auch noch andere schwere Erkrankungen, aber aus der sozialen Schicht abfallen, ne? Also Ja, ich glaube, umso wichtiger ist es auch, sich mit vielen Betroffenen auch darüber zu unterhalten. Also gerade um auch rauszubekommen, wo fehlt es denn eigentlich, an welchen Ecken? Und das ist eben so, finde ich auch immer so meine Idee mit ganz vielen mich auszutauschen, also auch fachlich, aber auch vor allen Dingen mit jemandem, der dann auch sagt, ach, das lief während, wie du schon selber sagst, das hat mir bei der Reha nicht gefallen oder ich kann es mir finanziell nicht leisten oder ich bin finanziell völlig am Ende, weil ich habe meine Arbeit verloren durch den Krebs, ich habe keine Erwerbsminderungsrente bekommen oder was auch immer. Und ich stehe jetzt hier am Existenzminimum und es interessiert weder das Sozialamt noch irgendwen anders. Also es ist wirklich einfach von Gutverdiener bis Mittelstand, bis ganz, ganz ja, Geringverdiener oder bis in die Armut sogar rein. Also Krebs kann auch arm machen. Also es ist einfach so. absolut. Ich Und ich meine, wir denke. haben ein gutes Sozialversicherungssystem, aber man denkt immer, man kriegt alles auch bei jungen Menschen, die haben noch keine Rente, also die dann auf einmal Ja. tot sind. Da hast du dann noch keine Rente erarbeitet. Die müssen zurück zu den Eltern, aber wenn die Eltern die nötigen finanziellen Kapazitäten haben. Also es gibt vieles und es ist gut, dass du das alles auffängst. Das ist sehr wichtig. Ja, toll. Möchtest du sonst noch was Wichtiges sagen, was dir so am Herzen liegt? Ich meine, du hast schon viel erzählt und ich finde Ja. es schön. Nee, also ich freue mich immer über einen Austausch, also beziehungsweise bin auch immer dankbar dafür, wenn Leute auf mich zukommen oder sagen, hey, wollen wir uns mal unterhalten, wollen wir uns mal austauschen? Ich möchte dir auch gerne mal meine Geschichte erzählen. Also sehr, sehr gerne. Ich bin für alles immer offen. Und ja, ansonsten bin ich eher so dabei, erstmal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Also jetzt sind wir gerade noch so dabei, einen Verein zu gründen, also der vielleicht auch noch so ein bisschen unterstützend tätig werden kann. Und also da geht es nicht mehr um Aufklärung, sondern dass wir wirklich auch unter anderem für krebskranke Kinder, dass wir Spendengelder sammeln, die Werbetrommel rühren. Und ja, und ansonsten bin ich jetzt gerade dabei, mir noch ganz viel Input quasi zu sammeln oder anzueignen. Und ja, also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, was es wird und freue mich auf das, was kommen wird. Und ja, je tiefer ich in diese ganze Materie einsteige, umso mehr Spaß macht. Das ist viel Arbeit, das stimmt, aber ich sage mir auf der einen Seite, ja, also die Erfahrung, die man gemacht hat, das ist einfach ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach ein Herzensprojekt, das ist so ein Gefühl, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, wie es umschreiben soll, aber ich habe immer das gute Glück. Mein Mann unterstützt mich da sehr, sehr tatkräftig dabei. Und ich habe eine gute Kollegin an meiner Seite, die ist auch schon ein bisschen älter, die mich da unterstützt. Und habe meine Mutter, und das ist eigentlich ganz gut, dass man auch selber finanziellen Rückhalt hat. Oder ja, also dass man eben familiären, nicht finanziellen, familiären Rückhalt hat. Und dass man eben weiß, hinter dir steht jemand, auch wenn es nicht klappt, dann habe ich es versucht, aber ich glaube, es klappt und ich denke, dass wir einfach eine große Community sind und das ist einfach die Hauptsache. Also, dass Ja, man da. absolut. Achte bitte auch auf dich. Ne? Also mit deinem Mann hast du schon zwei Vereine gegründet. Also ich kann das Ja. nicht mehr aufzählen, was für Baustellen du hast, was du alles machst und studierst du noch. Also das Ja, ist natürlich. ich bin so eine kleine Powerfrau, nennt man das immer wie so ein Stehaufmännchen. Also natürlich muss ich auf mich achten, das Gute ist, ich habe es aber gelernt. Ich weiß, wenn es zu viel wird, dann nehme ich mir die Auszeit, dann sage ich, okay, heute mal nicht. Heute lasse ich den Rechner mal zu, ich nehme mal nicht das Handy an die Hand. Deswegen habe ich auch gerade als erstes vorhin gesagt, aber ich finde das aber so anstrengend, immer bei Instagram zu posten. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich für einen neuen Post wieder reinnehmen soll, weil das ist nicht meine Hauptaufgabe, nicht mein Anliegen, das ist nicht meine Arbeit. Nicht. Meine Die Arbeit ist richtigen Leute sind. einfach genau am, Entschuldigung, am Menschen. Und da habe ich viel mehr Ergebnisse auch. Und da kommt auch viel mehr zurück, als wenn ich dann versuche, für die Öffentlichkeit irgendwo präsent zu sein. Und das ist eben ja, das Gute, man hat es gelernt, ich weiß, was ich machen muss, wie ich mit meinem Stress umgehen muss. Das ist das Gute.
Und ich sag mal, wir haben ja auch in den Vereinen, die anderen Vereine, die wir haben, noch andere Kollegen, die unterstützen. Das sind ja nicht nur wir alleine, wir sind zwar der Vorstand, aber das ist im Endeffekt, wir sind ein gutes Team. Und das finde ich auch nochmal, das muss man auch nochmal speziell sagen, gerade wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, dann funktioniert das auch. Also egal, in welche Richtung man geht, egal, ob das jetzt für traumatisierte Kinder oder für krebsbetroffene Menschen ist, es hängt immer damit zusammen, mit wem man zusammenarbeitet und was man macht. Und das ist eben immer ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch sehr dankbar für, die bei uns vor allen Dingen auch alle ehrenamtlich im Verein mit tätig sind. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Das ist nicht alles selbstverständlich. Und man merkt auch, dass es immer weniger wird, die ehrenamtliche Tätigkeit, und dass viele einfach auch nicht mehr die Kraft haben. Also wir merken es hier oben sehr stark, ja. Also viele Vereine haben auch unter Corona sind nicht mehr da oder haben ihre Arbeit aufgeben müssen. Und ist natürlich ein bisschen anders, wenn man in Ballungsgebieten oder in Großstädten ist. Aber hier merkt man es eben aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl und der kleineren, also der ländlicheren Fläche, dass es hier weniger wird. Es wird immer schwieriger, gute Leute zu finden, also die auch wirklich sich engagieren und mitmachen wollen. Und die. Ich wäre sofort dabei. Das wäre genau das Umfeld, was ich brauche. Was zu erschaffen, Power reinbringen, was Neues, was Soziales. Ja. Aber ich bin zu weit weg. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwie mich einbringen. Also ich stehe immer offen. Wenn ich gesund, jetzt bin ich ja gerade wieder so voller Power. Ich hoffe, das hält jetzt auch lange an, weil ich habe genug von Progressen, aber ich bin ja sowas immer zu haben. Genau, das ist ja nochmal der Punkt, wenn du sagst, so, du bist jetzt gesund, aber auch, dass so ein Team dich oder deine Partner dich so auffangen, dann nachher, wenn es mal nicht so gut läuft, weil es immer Rückschritte geben könnte. Ne? Also es ist immer so, das ist eben wichtig, dass man dann weiß, jetzt geht es eben mal vielleicht mit Karin gerade nicht, aber dafür wuppen wir das jetzt eben. Weißt du, so, das ist eben auch wichtig, und deswegen ist es immer gut, mit wem man dann zusammenarbeitet, und das haben wir selber auch gemerkt, und dann kann man das auch besser verstehen, als wenn, wie bei Arbeitgeber, ich sage, du fällst ja schon die dritte oder vierte Woche aus und kommst überhaupt noch wieder. Also da stößt man meistens auch auf nicht gerade Verständnis, und von daher denke ich schon. Also ich glaube auch, solange wir doch Power haben, hauen wir den Power raus, und das wird auch bei mir noch so. Ja, aber auch beobachten. Ja, das tue ich, also das mache ich. Ein Teamspirit ist auch total wichtig. Also wenn ich das bei Kurvenkratzer so ab und zu über Social Media verfolge, machen die auch mal Teammeetings. Okay. Persönlich, die wohnt ja in Dänemark, und die haben sich, glaube ich, neulich auch da wieder getroffen, weil eigentlich ist ja die Kurvenkratzer in Wien ansässig, sie ist ja Wienerin. Das ist so wichtig, also das ist ja, da besteht ja auch die Möglichkeit, wenn du ein kleines Team bist, und ich hoffe, da achtest du auch drauf, schätze ich dich jetzt vom Tipp auf ein, oder? Weil das ist doch das Wichtigste, dass sich alle wohlfühlen, dass sie mit ihren Sorgen auch so mal erwähnen können, dass man das ernst nimmt, und es sind immer unterschiedliche Charaktere, die muss man ja auch unter einem Hut kriegen. Das stimmt, ja, richtig. Also unterschiedliche Altersstufen, aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, die kommen, aber es funktioniert, und dafür sind wir auch dankbar. Und wir haben jetzt eben die Erfahrung gemacht, auch gerade unter Corona haben wir es nochmal verstärkt gemerkt, wie man dann gut zusammenarbeiten kann. Auch wenn es eben nicht mal persönlich ist, dann ist es eben über Zoom oder über Telefon oder über irgendwelche anderen Medien, und das klappt ja super. Also das ist ja dann schon mal ganz gut, und wie gesagt, wir haben ja jetzt nicht mehr mit dem zweiten Verein in diesem Jahr noch gegründet, also zum Beispiel speziell auf die Traumahilfe, sind wir jetzt zurück nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil wir da noch alte Kontakte haben und haben auch gemerkt, da ist auch Bedarf da, und wir zehren ja auch noch so ein bisschen von unseren alten Kontakten, und mein Mann ist eben auch aus dem Vertrieb. Und von daher passt das und harmoniert das super zusammen. Also da sind wir ein sehr eingespieltes Team. Und es ist auch gar nicht viel Arbeit, mal eine E-Mail an jemanden zu schreiben und rauszuhauen. Und das finde ich immer, das ist eine Sache von vielleicht 5 Minuten und kostet auch nicht viel. Oder den Hörer einfach in die Hand zu nehmen und nochmal anzurufen, was sich auch nicht mehr viele trauen. Oder auch ein Zoom mal zu machen. Ne? Also das ist eben, und ich glaube, das ist einfach schon so diese so kleine Sachen, mit denen man schon viel erreichen kann. Absolut. Es ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass sie aus dem Vertrieb kommt. Also ich weiß, wenn du ein guter Vertriebler bist, kannst du alles verkaufen. Und das fehlt vielleicht auch im medizinischen Bereich. Man soll den Leuten nichts Falsches anquatschen, aber du kennst einfach, das ist auch Marketing, ist nun mal auch wichtig. Richtig. Und Networking sowieso. Und das hast du dann sowieso auch, weil du bist halt keine stille Maus. Kann man nichts tun, wenn du aus dem Vertrieb kommst. Und aus dem Vertrieb. Also ich kenne da auch so Spaß. Also natürlich ist es ein Vorteil. Ja, aber man wird gearbeitet. Aber ich weiß, wie es abläuft. Ja, das ist gut, weil diese Mischung macht es. Und wichtig ist wirklich für mich, nach meinem Motto, alles aus dem Herzen machen, weil dann läuft es schon irgendwann.
Ja, und vor allen Dingen, das geht ja darum, es soll ja keine, also zum Beispiel bei den Retreats, es soll ja keine Verkaufsveranstaltung werden, es soll nicht irgendwelche Produkte an Mann gebracht werden, wo manchmal bei irgendwelchen Sachen noch Pharmaunternehmen dahinter stecken. Da haben wir auch gesagt, das machen wir nicht, sondern hier geht es wirklich um den Menschen persönlich, ne? Also wir wollen den wirklich damit abholen, wir wollen ihm was Gutes tun. Wir wollen, dass er sich daran zurückerinnert und sagt, nach Hause kommt und sagt, boah, das tat richtig gut. Das war besser als 3 Wochen Reha oder so nach dem Motto, ne? Also. Ich habe ja auch, ich bin ein ganzheitlicher Mensch und habe ja auch mit Pharmakonzernen, ich sehe ja auch alle Seiten, arbeite aber mit denen zusammen, weil die mit Patienten immer mehr machen. Und was du als Verein machen kannst, du kannst schon Geld bei dem beantragen, das habe ich nicht gelernt. Und ich weiß, es geht wieder um Unabhängigkeit, aber manchmal muss man auch wieder abwägen. Klar, es ist auch eine Image-Sache, aber die haben nun mal die Kohle und die sollen mal ihr Geld ruhig für gute Zwecke einsetzen. Es ist so, es ist wie alles. Ich habe echt gelernt, du musst alles von allen Seiten betrachten. Nie schwarz-weiß. Corona hat es mir auch gezeigt. Also nicht nur schwarz-weiß, aber da haben wir natürlich nicht die Zeit, so alles zu analysieren. Und ja, was Schlechtes und was Gutes. Das ist leider so. Also das muss ich jetzt, so habe ich anders geredet. Und ich lasse mich auch nicht manipulieren oder so, aber ich sage auch, es ist immer, wo kann man sich seine Vorteile rausziehen? Das ist auch noch, wie sagt man, ja, compliance-frei ist, sage ich mal auch. Weißt du? Weil es, also es gibt ja viele, viele Klischees oder viele Vorurteile, die auch, die man auch bestätigen kann. Aber das komme ich jetzt nur drauf, weil das weiß ich. Ich habe ja keinen Verein, ich bin nicht so die Vereinsmeierin, aber dann kannst du Gelder beantragen. Ja, okay. Ja gut, das wusste ich jetzt noch nicht. Also so weit war ich jetzt noch nicht. Also danke für den Tipp. Kann ja auch Kontakte herstellen. Ja, klingt gut, aber wir gucken jetzt erstmal was, wo wird, ich fange jetzt erstmal klein an und will erstmal schauen, wie weit das läuft. Und mir ist es eben wichtig, dass so eine Verbreitung erstmal deutschlandweit, also beziehungsweise wir haben es ja auch in Österreich und in der Schweiz auch beworben. Und das jetzt da erstmal so ein bisschen, auch wenn das auch mal weite Fahrwege sind. Ich hatte mit jemandem aus Bayern gesprochen von der Bayerischen Krebsgesellschaft und der sagte auch so, ist ja schon ganz schön weit bis da oben hin. Dann sage ich, ja, okay. Also das sind aber so Feedbacks, die ich mir dann erstmal einhole, wo ich mir so denke, okay, wie du schon selber schon sagst, wir müssen erstmal gucken, vielleicht weiten wir die nochmal aus auf 2 Tage mehr, da, dass man da ein bisschen länger Erholung hat, als nur diese weite Anfahrt. Oder vielleicht versucht man diese Retreats auch mittig von Deutschland nochmal anzubieten, dass man sagt, man wandert dann von hier oben nochmal runter in die Mitte Deutschlands. Und es gibt ja vielleicht auch Möglichkeiten, andere Leute, die vielleicht solche Retreats anbieten wollen. Und Ideen sind offen. Wir sind, also ich habe mir das Logo auch schützen lassen, das muss ich dazu sagen, also weil ich das einfach ganz toll fand und da auch lange dran rumgebastelt habe. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn andere Kollegen das vielleicht auch mal anbieten. Ich hatte mit einer Kollegin aus Hamburg gesprochen, einer Psycho-Onkologin, und die bietet zum Beispiel auch in anderen Hotels oder in anderen Bereichen, St. Peter-Ording zum Beispiel auch, Retreats an, aber das ist natürlich wieder auf Yoga beschränkt, alleine nur, aber sie bietet auch die psycho-onkologische Beratung, Yoga-Einheiten und dann also auch für ein verlängertes Wochenende an. Und es gibt ja ganz viele, die so Yoga-Retreats auch machen, wo sich denken, aber so Yoga macht irgendwie jeder schon. Und Yoga, ja, ist ein großes Thema, aber auch noch nicht genug, ne? Also das ist auch wieder so ein Unterschied, finde ich. Ältere Leute, oder jüngere. Es ist spannend, ja. Also es ist also Eigeninitiative und dann was aufzubauen, was die großen Kliniken halt nicht schaffen, weil es schon zu groß ist. Ich meine, die machen auch eine tolle Arbeit. Also ich will es ja nicht schlecht machen. Es gibt auch ganz tolle Kliniken und das ist immer individuell. Das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Aber wenn du natürlich sowas Individuelles hast, gerade für mich, ich sage als Lungenkrebspatientin, als Mutter, und da kenne ich jetzt schon genügend, gerade mit Kleinkindern, da brauchst du auch eigentlich eine individuelle Reha, oder wir müssen auch mal ein bisschen aufgefangen werden. Und nicht nur Brustkrebspatienten, darüber hatten wir im Vorgespräch gesprochen. Nichts gegen Brustkrebspatienten, ist Krebsart Nummer 1. Alle Krebsarten sind grausam, also man kann nicht sagen, der ist schlimmer, der ist weniger schlimm. Aber es ist halt einfach, ja, die haben halt eine große Lobby, aber das ist ja auch so ein. Ja, aber aufgrund dessen ist es ja schon gut, dass man, dass dann Menschen wie wir uns vernetzen und uns kennenlernen und einfach auch über andere Krebsarten sprechen. Also es ist ja genauso wie mit dem Pankreaskrebs. Ich weiß, wie mein Vater also ich kenne den Leidensweg noch, wie es bei ihm war. Es ging bei ihm leider recht schnell. Er ist im April ins Krankenhaus gekommen, November im gleichen Jahr verstorben. Und
Also wenn ich überlegt habe, dass man sich überhaupt darüber sehr wenig informiert fühlt und auch sehr wenig Wissen darüber hat und der Pankreas natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Organ ist und da wiederum kam das damals auch während der OP meines Sohnes hoch, wo sich, er hat ja ein Pankreas annulare, das heißt, er hat sich ja der Dünndarm um den Pankreas gewickelt und dann ist ganz viel Kopfkino wieder in dem Moment, da spielen sich ganz viele Sachen ab und sagt, warum weiß ich so wenig darüber, warum weiß ich so wenig über das Organ, warum weiß ich, wie das Organ nicht funktioniert und also oder zum Beispiel mit der Lunge, ne? Also ich meine, du bist immer herzlich eingeladen, auch zu uns an die Nordsee zu kommen, weil die Luft ist ideal. Also die ist top hier oben. Ja, Nordlicht. Oh Okay. Gott. Also ich weiß, ja, die Nordsee, das, du hast ja auch vorhin gesagt, klar, das ist ein gesundes Klima, deswegen sind da nicht so viele Kurorte entstanden. Also das ist ja genau das, der Punkt. Für mich ist es sehr gut im Norden, ja, mit der Lunge. Aber danke für die Einladung. Ja, aber auch in den Bergen ist es ja auch gut. Also von daher, da wir fahren jetzt zum Beispiel im Urlaub auch öfter mal in die Berge. Also das ist auch ganz schön, mal eine Luftveränderung zu haben. Da wir hier im sehr flachen Land wohnen, ist man auch mal froh, wenn man ein bisschen was Hügeliges wieder sieht. Also mit der Zeit und ja, aber wie nochmal um die Krebsarten zurückzukommen. Also ich denke, dass da eigentlich auch viel mehr passieren muss. Ich habe diese Woche noch mit einer Kollegin, die ist Onkoschwester aus Bayern und die hat zum Beispiel jetzt auch zum Thema Lungenkrebs sehr verstärkt aufgeklärt, also viele Posts gemacht. Genau, Onko-Selfcare, da mal so ein bisschen Werbung für machen. Ich hoffe, dass das so richtig war. Die Kathleen, also mit der habe ich mich auch die Woche unterhalten und das war auch ein super Gespräch, weil wir auch selber wieder festgestellt haben, es wird einfach zu wenig über andere Krebsarten gesprochen und da muss einfach viel mehr passieren. Und die macht dies jetzt auch gerade so ein bisschen am Aufbau und macht das auch super und hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass es hier nur um Follower-Folgen geht, sondern oder Follower sammeln, sondern dass es wirklich noch bei den Themen bleibt, also dass man wirklich auch intensiver in diese Themen reingeht. Also die kleinen Lichter sind auf die großen Lichter, habe ich festgestellt. Weil Okay. Oktober bringt einem ja nichts. Social Media ist anstrengend und energieaufreibend. Ich Ja. meine, wenn ich Leuten helfen will, dann habe ich auch lieber persönlichen Kontakt oder greife mal zum Hörer. Das habe ich auch während meiner Krankheit gelernt. Also das ist meine Einstellung. Ein Like bringt mir auch nicht weiter. Ja, zumal es ist auch so ein Blenden, finde ich manchmal. Und gerade so bei Patienten untereinander. Es gibt dann einen, die folgen dann einer Person, weil sie vielleicht von ihrer Krebserkrankung geheilt wurde und weil sie dann sich in der Öffentlichkeit gut darstellt. So geht es aber den anderen nicht. Also es ist jeder individuell und jeder hat anders mit seiner Erkrankung umzugehen. Und ich finde immer, das ist immer, ja, also ich bin kein Freund davon. Und umso wichtiger ist es wirklich, dann näher am Menschen zu sein, als immer nur in diesen Social-Media-Kanälen. Also das ist dann. Absolut. Jede Firma hat ja auch jemanden, der dafür arbeitet, weil zu viel Arbeit ist. Aber es ist halt ein Unterschied, ob jetzt ja einer nur von sich erzählen will und andere motivieren und du machst ja wirklich was. Also du erzählst ja nicht deine Story 10-mal. Und wir sind auch nicht die jungen Leute, die Influencer werden wollen oder Influencer, sondern die wollen wirklich was bewirken und nicht nur von uns erzählen. Also ich bin ja auch nicht so der Fan von mir nur Aber selbst. umso schöner Ich bin finde ich offline also mit dem. geworden. Genau, deswegen umso schöner finde ich es ja mit dem Podcast auch, dass du die Geschichten der Betroffenen auch wirklich auch nimmst, dass jeder seine eigene Geschichte erzählen darf. Und das ist ja genau das, was die anderen auch hören wollen, ne? Oder was einen interessiert. Das mache ich ja auch. Ich höre ja auch, was andere machen. Ich höre mir ja auch an, wie es anderen erging. Also, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt, wo muss noch was geändert werden? Wo fehlt es noch was? Wo kann die Versorgungslücke noch geschlossen werden? Und das kriegt man nur dadurch mit, indem man mit Menschen spricht, ne? Also kommuniziert. Jetzt können wir es jetzt zum Glück wieder. Unter Corona war es viel schlimmer. Also, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal wieder jemanden in den Arm zu nehmen, auch mal, sag ich mal, wieder also ein bisschen Körperkontakt zu haben. Und das war auch, was vielen gefehlt hat. Und das merkt man auch bei Menschen, die eben eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich haben. Ich bin eh so ein Touchy, muss ich sagen. Ich finde das ja immer ganz toll, Menschen in den Arm zu nehmen und sage immer, komm her, ich nehme dich jetzt mal in den Arm und drück dich jetzt mal. Und das ist, also ich brauche das ja selber auch. Und ich glaube, das ist einfach so was, was gefehlt hat und immer noch gut ankommt. Das ist wichtig, ja. Das ist das Wichtigste. Und ja, Zoom in allen Ehren hat uns ja auch weitergebracht, aber ich merke das auch. Also ich brauche unbedingt, und das merkt man auch, wenn ich wieder, jetzt finden ja Veranstaltungen wieder statt, du kommst da ganz anders in den Austausch mit den Leuten. Also Ja, schon allein definitiv. die Gegenwart, die persönliche, schon die Ja. ganze Energie, also der Typ, Ja. das kannst du einfach durch Zoom nicht wiedergeben. Wie du sagst, die Definitiv. Umarmung ist ganz, ganz wichtig für die Seele sowieso. Das ist ja. Ach, das ist ja sowieso, so sollten wir uns viel öfter umarmen. Aber ich bin ja eher norddeutsch. Ich muss das auch noch ein bisschen lernen. Aber Okay. ich Ist pushe, jeder so, wie er aber ist, ich immer. merke auch, ich bin immer ein bisschen so Gefühle zeigen. Aber ich arbeite noch an mir und an meiner Selbstliebe. Es kommt dann schon noch.
Ja, aber es macht ja jeder so, wie es ist, und das macht dich ja trotzdem nicht unsympathischer. Also auch, man muss ja nicht immer so wie jeder andere auch sein. Und jeder hat so Nein. seine Art, und das macht ja jeden speziell. Und das ist ja das Schöne eigentlich an der Sache. Absolut, Und ja. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir, es ging auch viel ins, doch ist wieder ins Private, aber das macht mein Podcast ja auch aus. Wird einfach gequatscht. Ich denke, wir haben alles gesagt. Oder wenn nicht, ich verlinke deinen Instagram-Account für Fragen oder deine Seite sowieso. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu Ich danken. stoppe jetzt die Aufzeichnung, aber bleib bitte dran. Alles Okay. Gute weiterhin. Danke dir, Danke Karin. dir.